Mashallah. Wieso haben wir keinen Ton? Weird. Okay, wir haben keinen Ton. Warum auch immer. Habe ich mich... Nee. Ah. Ich habe aus Versehen den Mute-Knopf auf der Tastatur gedrückt. Gut, es muss auch in jeder Folge irgendetwas sein. Es muss ja immer irgendetwas sein. So, ich werde mich heute einfach mal daran aufhalten, Tasks zu machen. Tasks zu machen. Okay. Ja, wir machen Tasks als Geist. Gut. Ich wollte ja eh Tasks machen. Das passt ja sehr gut. Gut. In allen Runden, glaube ich, heute bin als erstes gestorben. Stark. Fürs Beam. Nun. Ah ja. Ich stand gerade an Lifeline, habe gesehen. Oh, da ist noch jemand gerade erst gestorben. Maxi ist gerade wirklich vor einer Sekunde erst gestorben. Ich habe nämlich Dizzy tot gesehen bei Lifeline und bin dann zum Tisch. Und Maxi muss innerhalb von 3 Sekunden, also in den letzten 3 Sekunden gestorben. Ja, ich weiß, wo Maxi war. Der war oben links? Ja, beim Licht. Da waren noch Chris und Mike. Mike war jetzt gerade bei mir. Ich bin nämlich gerade zum Kabel gegangen, bei Security. Ich glaube, dann weiß ich, dass Dizzy liegt. Als ich unten diese Räder gemacht habe mit dem Wasser nachfüllen, Mike, da hast du die ganze Zeit nur rumgestanden. Ja, ich erklär's gleich. Dalu, wo? Nachdem ich unten ins Specimen meine Task gemacht habe, bin ich zum Admin-Table gegangen. Es waren 3 Leute oben rechts. Dann waren nur noch 2 Leute oben rechts. Dann ist noch einer da geblieben. Das muss die Leiche sein. Okay, die Leiche muss oben rechts liegen. Folgendes ist passiert. Oben rechts lag keine Leiche. Lass mich kurz mit erklären. Nicht so viel. Also ich weiß unten nicht, links bei O2 waren am Ende noch Chris und Sven. Sven hat diese Wasser, also diese Flaschenauffüllung gemacht. Chris, glaube ich, die Wasserräder. Ich bin nach oben gelaufen, habe Maxi stehen sehen beim O2, wo du was hochlädst. Also genau in diesem Baumraum. Also genau in O2 drin. Bin dann weiter hochgelaufen, weil ich gucken wollte, ob er vielleicht oben ihn gekillt hat und hingewendet ist. Da kam mir aber dadurch entgegen, da war keine Leiche. Leiche bedeutet also, dass Maxi gerade eben dort gekillt sein musste, wurde. Und der Letzte, der da war für mich, war eben Sven und Chris. Habt ihr vielleicht, hat einer von euch... Nee, ich habe Maxi immer noch gesehen. Ja, ich auch. Ich habe 0,2 Sekunden. Das ist aber länger her, also, als... Wenn ich alle zusammenbekomme, 3 Stück oben links, 3 Stück oben rechts, einer Admin, einer Office, einer unten links. Die sind schon seit Ewigkeiten tot. Ja, Leiche wird dem Admin aber angezeigt. Maxi ist gerade gestorben. Ja, aber trotzdem ist die Leiche schon seit Ewigkeiten tot. Die Leiche ist mindestens schon seit einer halben, seit einer Minute tot gewesen. Aber wer war denn dann der dritte oben? Ray kam auch noch irgendwann mal kurz links oben angelaufen. Ja, als das Licht gefixt war, bin ich mal Ray. Ja, okay, ja, kann ja sein. Das heißt aber auch nicht, dass die Leiche überhaupt oben rechts liegt. Ja, das meine ich doch. Es haben sich gerade nur 2 Leute gemeldet, nur du und Dadosh. Wenn Ray auch da war, sind das ja die 3. Ich bin hochgegangen, nachdem ich Lifelines, die sie sterben, absehen. Also, wie gesagt, Jay habe ich nicht gesehen und eine Leiche war vorher nicht da. 100%ig nicht. Jay habe ich vor allem Licht gesehen. Ja, oben rechts ist das nicht. Also, ich weiß nicht. Da war nicht oben. Ich habe nur 3 oben rechts und keine 3 Leute haben sich gemeldet. Komisch, Dizzy hat gar nichts gesagt. Chris, du Schwein, ey. Alright. Dann machen wir mal noch O2. Oh, jetzt. Dings hier haben wir auch noch. Warum immer, wenn ich an Simon selbst bin, diese Scheiße. Sorry. Ihr habt eine Leiche gefunden, aber auch nur, weil ich auf den Report-Button gehämmert habe, weil ich auf dem Weg zu Lights oben links bin. Ich habe nur gesehen, dass der Button quasi leuchtet. Das ist, ganz kurz, ich bin an Lifelines, die ist 0,5 Sekunden bevor reported wurde umgefallen. Du bist mir aber auch entgegengekommen aus der Richtung, Sven. Hey, ich bin die ganze Zeit an Lifelines.
Was ist denn Lifelines? Ich stehe im, da wo unser Meeting ist, rechts daneben an diesen Graphen. Du bist aber also von links gekommen. Du bist mir von links gekommen. Die Leiche ist gerade umgefallen. Aber 0,5 Sekunden. Kann ich war unten, hab Snake gemacht, bin rechts rein, hab ich an diesen Apparat. Sven, ja. Kann Chris den Maxi-Kill gemacht haben, ja oder nein? Ja. Weil die beiden waren da unten und Maxi habe ich da gesehen und bin hochgelaufen. Nee, warte. War die Lifeline rot oder war die grau? Die war rot. Weil wenn sie rot, also das Ding hat bis zu eine Sekunde noch Delay zusätzlich. Also wenn eigentlich es besser wäre für einen Self-Report, ist es, wenn keiner tot war. Wenn du Lifeline guckst, es wird reported und keiner ist tot, dann war's instant. Also, einfaches zu sagen, Kalle und Ray sind's hundertprozentig nicht gewesen. Mike ist es auch nicht, wir waren Asteroids und irgendwer hat da gewartet noch. Also das ist halt wieder Aussage gegen Aussage, aber also Sven, du bist mir entgegengekommen und eben warst du mit mir auch da. Ich war unten an Snake, hab's Moment, da du schwerst jetzt, also weil ich du dir ausgeschossen hast. Ich geb dir mein Wort. Also, ich war da gar nicht drin. Nein, nicht beim Boot hier, sondern also in der Ray. Kalle und Ray. Dadurch war da auch. Ja, ich muss auch Simon Says machen, deswegen. Ich stehe nämlich auch. Mike, da war ich auch dran noch. Mike, wo bist du nach Asteroids hingegangen? Koms. Also ich stehe in Koms gerade oben. Und was machst du da? Up oder Download? Ja, ich weiß nicht, was ganz kurz, Chris, wo liegt die Leiche? Weiß ich, also nee, ich bin gerade am Weg zu Lights. Ich bin hochgelaufen, dass zu diesen Lichterdingern kommst. Ja, da kann ich zeitlich gar nicht gewesen sein. Das kann Sven nicht gewesen sein. Das geht zeitlich. Ich wäre nicht hochgekommen, wieder mit dem. Das hätte nicht gepasst. Das ist okay. Ich hab dir auch. Aber es ist auch nur einer tot. Das heißt, ich natürlich könnte es ja auch noch sein. Leute, seid ihr wahnsinnig. Lol, ich hab geskippt. Wir haben alle geskippt. Ich hab gar nicht gedrückt. Hey, dann waren das die Imposter oder was? Oh shit. Chris hat auch eben gerade bei der Erklärung ein bisschen aufgehangen. Also hat gerade auch so einen kleinen Stocker drin gehabt. Ich habe mir nämlich jetzt so nette FBI-Videos angeguckt, wie man rausfindet, dass jemand lügt. Ich habe mich da vorbereitet, nur leider bringt mir das nur bringt mir das nichts. Mir bringt's nichts. Ich nehme heute nicht teil. Oh. Hallo? Wurde der Double Kill gefailed? Kalle? Du bist muted? Kalle ist full mute? Ja, kann jemand schreiben? Ich schreibe ihn an im TS. Ich wollte ihn anstupsen, aber es geht nicht. Bei dem. Warte, ich schreibe. Also Kalle lief gerade noch vor mir. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit geredet und ich habe mich gemutet. Dalukat ist vor mir Dalukat hat vor mir Zero getötet. Ich bin umgefallen. Achso, lol. Dalukat hat vor mir Zero getötet. Vor meinen Augen. Der Body ist noch quasi, es hat noch gespritzt aus allen Richtungen, ne? Ja, es sind dann Dalukat und Mike. Ich glaube nämlich, dass er nämlich Mike schützen wollte, indem er sich selbst mit Mike ein Alibi gegeben hat, als die Asteroids waren angeblich. Also wenn das ein versuchter Double Kill war, kann ich das nicht sein, weil ich gerade ein Lab bin. Und vor allem, warum sollte ich denn da wen killen, Kalle, wenn da drei Leute drum stehen? Weil du Dalukat bist. Hä, aber wenn doch kein. Dann hätte ich doch auf den Stack gekillt. Dalu, du bist mir dann entgegengekommen. Warum hast du denn nicht gereportet? Ray, hast du was gesehen? Ich konnte gar nicht reporten. Ich habe nicht mal den Kill gesehen. Also, es waren, glaube ich, gefühlt alle bei Lights. Ja. Und dann sind wir alle weg. Mhm. Ich bin dann irgendwie an der Tür hängen geblieben. Kalle ist dann aber. Hat gewartet oder keine Ahnung. Kalle lief vor mir. Also, keine Ahnung. Also, ich habe bei Lab eigentlich eine Aufgabe machen wollen und dann sehe, wie Dalukat Zero tötet. Ich hätte nicht mal gedacht, dass du mich blamest, weil ich nicht wusste, wo der Kill ist. Ich dachte, es kam ein Report. Du bist von der Leiche weggelaufen. Also, sorry. Warum glaubst du, dass es Dalu ist? Aber kann es auch Selbstreport also ich sein? Glaube, schon, oder? Klar, ich könnte auch Selbstreporten, aber Dalu ist halt. Also, Dalu ist safe von dieser Leiche weggelaufen. Aber ganz einfach. Sven hatte eben gerade nicht gelogen. Sven hatte eben gerade an Lifelines gesagt, er war nicht da, er kann nicht in der Nähe gewesen sein. Das heißt, er hatte nicht gelogen und hatte nicht. Nee, Moment, Chris hatte ihn bezichtigt, ne? Ja. Aber das Kalle. Nein, ich nicht. Verdammt! Vote Dalu. Nein, es ist Kalle, Leute. Ihr seid so dumm! Ihr seid so smart! Mann, ihr seid. Das war so gut, jetzt haben wir noch einen, oder? Ja, ich denk's, ja. Ihr seid zwei Imposter noch, oder? Ihr Schweine. Ja, sind wir. Jetzt kann man dumm sein. Glaub mir doch, was ich sage. Ich hab dir geglaubt. Ray, ich hab dir gewonnen. Mike, aber nicht. Ich hab ein gutes Alibi gehabt. Ray, wann war denn dein Kill? Wieso sollte ich mich selbst reporten? Wir haben keiner Ray unten bei O2 gesehen. Ey, ich sag nie davon. Was in diesem Spiel. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich sag nur, was ich mir sicher bin. Das müsst ihr nach 10 Wochen doch mal merken. Und ich habe auch schon in der ersten Runde gesagt, dass Dalu Quatsch erzählt hat mit der Leiche. Und Dalu hat auch noch bestätigt. Nein, ich hab kein Quatsch erzählt. Die Leiche lag oben rechts. Ich hab sie gemacht. Die liegt oben rechts.
Ihr habt sie nur nicht gefunden. Aber please, ich sag der nie was in diesem Spiel. Wenn ich mir sicher bin, dann sage ich was. Das kann doch nicht sein. Also das der Problem für mich war in der Runde... Hat mich denn noch rausgevotet? Ja, ich. Das Problem war, Bow 2, es müsste für mich eigentlich Chris oder Sven gewesen sein, weil ich nur euch gesehen habe. Ich habe Ray nicht gesehen. Nicht ich bin doch die ganze Zeit ein bisschen rumgelaufen. Ja, ja, Sven, ich hab dich gefragt... Dicke Props an den Kill, Dalu. Sven, ich hab dich gefragt, ob... Chris, ach, am Licht, du meinst ja. Ich stand noch nur über deiner Leiche. Chris, ja, reporte bitte, reporte. Genau, oh, wegen dem Licht. Wegen dem Licht Kalle, hast du das nicht gesehen. Das war Kalle, super sorry, eng. Für mich war das aber ein 50-50-Ding gerade. Ja, kann ich verstehen. Also, ich kann es verstehen, aber trotzdem, also wenn man, ich finde, man muss halt ich immer so ein halt bisschen drauf achten, wie die Leute auch spielen und ich sag ja nie was. Ja, ich fand es halt nur strange, dass Dadosh dann plötzlich meinte, es sind Mike und Dalu und dann dachte ich so, hä, wieso schießt Dadosh jetzt gegen mich auf einmal? Naja, für mich war es primär Dalu. Du warst Ray, warum hast du mich gekillt? Ich hab das falsch gezählt. Da ja Chris gewotet wurde, waren's ja, hätte ja ein Doppelkill gereicht. Mhm. Ich hab das aber irgendwie, war ich schon in der nächsten Runde und hab gar nicht mehr dran gedacht, dass und das, sorry, das war halt Fehler. Klar, dass dann zwei Imposter sind, weil die beiden Imposter auf Chris gewählt haben. Also ich habe Chris rausgehauen und ich habe jetzt gerade Kalle rausgehauen. Also Mike, ich muss Mike war ganz aber stark. Aber ich hab Mike Runde aber auch geframed. Also ich wollte Mike ja dabei haben. Ich stand ja die ganze Zeit bei ihm und so. Cool, ja, aber halt trotzdem, bei Max, also, beim Maxi-Killer hat mich halt niemand gesehen. Das war halt. Das echt, war total das weird, war weil da noch Chris, Sven und Mike waren da. Es waren alle haben rumgewuselt, aber mich gesehen hat keiner gesehen. Ich hab das war so Ray gut.